So, hallo, Ton ist an, Musik ist an, Bild ist da. Ich habe heute wieder eine neue Variante dabei, die hat mir der Aggressor auf Twitter gezeigt. Aber erstmal kurz unser Letterle, um den Anfangsbuchstaben festzulegen. Ich habe ja letztes Mal gesagt, wir machen ab jetzt immer Letterle am Anfang und mit dem Anfangsbuchstaben muss ich dann die kurzen Wörtel und so weiter lösen. Also machen wir das. Wir starten also mit B. Dann nehmen wir doch mal die Bande. Ja, es war eine starke Bande. Ich bin regelrecht begeistert von dieser Bande. Okay, dann... dann nehmen wir doch mal... Ich würde halt gerne was machen, was jetzt beides hat, U und I. Und O, aber bei O haben wir auch noch, ich krieg niemals alle in einem unter. Aber vielleicht zumindest zwei. Lotus. Oha, 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 der Lotus war ja stark. Yo, Stolz. Ha! So ist es gut. Okay, wieder ein B. Brett. Okay, E und A ist dabei. Gibt es Niti? Schade. Dann kein Nie. Nepal. Ah, nee, da ist das A genau da, wo es nicht sein soll. Oh, Angel wäre aktuell möglich. Okay, ist ein L dabei, aber das A und das E ist immer noch nicht an der richtigen Stelle. Das ist natürlich ärgerlich. Ärgerliche Momente. Jetzt darf kein E die nächsten zwei Buchstaben kommen. Wenn das eh am Ende kommt. Gar nicht so leicht. Wenn das eh am Ende kommt. Was kann da dazwischen? Entschuldigung, oh Gott. Ich hab eine Idee. Apple. Ach nee, das A ist... Ach Mensch, Entschuldigung. Oh, dadurch habe ich das P gewonnen. Okay. Labs gibt's, glaube ich, ne? Labs gibt es. Ja, okay. Timelapse und so. Gut. So. Jetzt lassen wir Quirtle heute mal aus, denn wir spielen Oktordel. Eight Oktordel in 13 Versuchen. Also, wem
Squirtle noch nicht genug ist. Ich kann es nicht anklicken. Oh, muss ich jetzt wieder was zu? Moment, ich muss jetzt glaube ich wieder. Ja, ich muss das wieder zulassen. So, zack. Ja. Wem. Was ist das? Oh. Okay. Nehme ich noch auf? Ja. Nicht, dass ich das Bild verliere. Yo, das ist sick. Hat es die Option wie bei Quirtle, dass man sieht, ob es das Wort gibt oder nicht? Also wenn ich jetzt wieder Brad nehme? Nein, er macht es nicht so rot und... Oh nö. Oh nö. Oh, das ist bei Quirtle so viel schöner. Ach, komm schon. Oder macht das vielleicht... Vielleicht macht es ja rot, wenn es Quatsch ist. Ha! Ha! Ja! Okay. Hab nix gesagt. Ich hab nix gesagt. Optimalo. So, jetzt können wir mal gucken, was hier los ist. Oh nein, das wechselt hier unten. Oder wie? Nee, hä? Nein, ich wollte nicht schreiben. Aber ich verstehe nicht, jetzt ist eh... Es müssten doch aber 8 Kästchen am Ende werden. Na, R ist doch hier grün. Wieso ist jetzt R hier? Wie kriege ich denn R jetzt wieder in die Anzeige? Nee, ich will ja auch gar nicht. Ich wollte die andere Option von R. Wie kann ich denn das umstellen? Indem ich sage, ich bin hier oben jetzt, hallo? Oder, wobei, R ist ja hier unten. Aber das sehe ich jetzt hier dran nicht. Wieso wird das nicht in 8 Kästchen aufgeteilt? Oder so, so, ja, halt so außenrum. So 8 gleich große Flächen. Wie kriege ich das hin? Vorhin war es ja da. Oh Gott, das wird ja super ungünstig, weil sonst hat man sich da böse hier dran orientiert. Jetzt ist das überhaupt nicht mehr möglich aktuell. Eieieiei. Oh nee, das ist mir zu unübersichtlich. Das ist mir zu unübersichtlich. Ich nehme mal wieder meine Coins. So. Na guck mal, jetzt ist R immer noch... Es sieht jetzt aus, als wäre R überhaupt nicht nützlich. Dabei ist hier unten R sehr wohl nützlich. Aber wie kann ich denn das umstellen, dass der hier das auch wieder anzeigt? Irgendwas habe ich doch gedrückt, dass das umgesprungen ist. Auf und runter? Nee. Leertaste? Nee, da springe ich nur hier rum. Ich weiß nicht, wie ich das umstelle. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Nee, hä? Weil, also die Anzeige hier unten, wisst ihr, was ich meine? Die wäre eigentlich das Sinnvollste. Hm, na gut. Ich kann mir so ja niemals... Oh, nee. Oh, das ist böse unübersichtlich. Also muss ich alle immer durchfahren, um zu gucken, was jetzt gepasst hat und mir das merken? Das ist schwierig. Weiß ich nicht. Weil S zum Beispiel sagt jetzt... Wobei, S hat ja... Warte mal, S hat ja jetzt so geteilt. So, zack. Das ist jetzt im Moment nur 2 geteilt. Was heißt denn das? Kommt S irgendwo vor? Nee. Doch, hier kommt S vor. Ja, aber wie kriege ich die andere Ansicht? Also wie kriege ich... Hier kommt S vor und hier auch. Hä, hey, ich check das noch nicht, wie man das da unten... Sieht das irgendwie angezeigt, wie man das lesen soll? Nee. Das wird natürlich wieder nicht erklärt. Das wird natürlich wieder nicht erklärt. Okay. Da ist wieder das coole Lied übrigens. Aber das finde ich gerade ein bisschen blöd. Vorhin war das doch da. Naja.
Okay, wir machen einfach mal weiter. Place. So. Aber jetzt ist das R immer noch, das hat jetzt hier so vier Kästchen, ne? Aber es wird, ja, es ist ja sogar grün, also eins davon müsste doch jetzt grün. Ach. Zeigt er immer nur die ersten vier an, oder was? Weil in den ersten vier ist kein R dabei. Ja, das stimmt. In den ersten vier ist kein R dabei. Ab hier ist aber ein R dabei. Also wie kriege ich das denn hin, dass er jetzt die vier anderen mir anzeigt? Ach, keine Ahnung. Okay, dann lasst mal gucken, was wir hier oben machen können. BO wissen wir schon. Bowl. Bowl. Bolek, gibt's das? Nein. Bollet? Nein. Bolex? Nö. Blöd. Es darf halt auch nicht mit E aufhören. Es könnte aber mit EL aufhören. Ah, Bule. Oh, gibt's auch nicht. Ah, warte, wäre falsch. Müsste mit EL aufhören, so. Gibt's Bogel? Nein. Gibt's Botel? Botel gibt's. Dann probieren wir Botel aus. Oh, jetzt, okay, das mittlere Ding fehlt. Was gibt's denn noch alles? Bofel, Bogel, Boyel, Buel, Bokel, Bobel, Bolel, Bowel, oh, Bowel. Bowel, of course, ja. Okay. Aber ich verstehe trotzdem noch nicht, wie man das da unten lesen muss. Ne? Also das ist nicht so hilfreich wie bei Wordle. Bei Quirtle war das. Bei Quirtle war das deutlich hilfreicher. Oh mein goodness. Und vor allem 8 Versuche brauche ich ja. Wie viel haben wir jetzt noch übrig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah. Okay, ich habe noch einen Guess frei. Danach muss alles sitzen. Das wird natürlich super. Okay, wir wissen, IEL hört's auf und PL kommt noch vor. Wait, nee, das L ist da hinten. PS kommt noch vor. Hä? Spiel? Aber was anderes geht ja schon gar nicht mehr. Hä? Spiel. Okay, Spiel. Das heißt denn, also Englisch Spiel? Hä? Okay. Meinetwegen. Spiel. So, hier kann ich noch nichts viel anstellen. Das ist nicht so gut. Hier kann ich auch noch nicht so viel machen. Hier haben wir R, O, T und S. Und das R wissen wir, dass es hier ist. Das S kann nicht vor dem R sein. Das wäre komisch. Und ist das T vielleicht vor dem R? Problem ist, also doch einen Versuch, einmal raten darf ich, glaube ich, noch, ne? Tja, und jetzt? Trox. Das gibt es? Das ist ein Wort, das es gibt. Na, dann testen wir es. I don't care. Okay, RO passt. S passt nicht. Und T passt nicht. Es fängt nicht mit T an. Aber Sro. Sro. Ah ne, S darf es ja auch nicht anfangen. Okay. Aber es darf nicht mit S anfangen. Das S steht nicht dahinter. Dann haben wir auf jeden Fall Ros. Rost. 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 Frost.
Ich nehme Frost, I don't care. Passt. Okay, dadurch haben wir jetzt hier allerdings was gewonnen. Nämlich T, O und N ist schon da. Okay. T startet es, dann kommt ein Buchstabe, dann kommt ein O und N und NG ist auch noch am Start. Das T, das G kann aber nicht hier kommen, also muss es mit Ong aufhören. Also was kann da dazwischen? Thong. Okay. Hier ist noch nicht so viel denkbar. Wie sieht es jetzt da oben mittlerweile aus? Ach, guck mal, jetzt haben die hier, jetzt sind die hier nochmal Gräule. Okay, ich weiß noch nicht genau, wie ich das lesen muss, aber das scheint eine Bedeutung zu haben. Ob die grau sind oder was genau das bedeutet. Also das hat irgendeine Bedeutung, wie man das lesen muss. Jetzt trotzdem schöner gefunden, man macht halt einfach so ein, ja, so kreisförmig, so Ecken außenrum. Nur dass man die noch, was heißt kreisförmig, dass man die halt noch in Dreiecke teilt, die Kästchen. Dann hätte man 8 Stück. Hm, aber okay. Also irgendwas muss dieses F jetzt bedeuten. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier so, ne? Ist egal, wir gucken uns das einfach direkt an. So. Okay, hier haben wir O und E fest. W und N kommt auch vor. Okay, vielleicht kriegen wir es ja hin. Lass uns mal mit W starten. Wo? Lassen wir das N mal in die Mitte. Wohne. Nee. Nee, da wüsste ich jetzt nicht, was man da hinsetzen könnte. Okay, lass es mal nicht mit W starten. Lass es mal mit N starten. No, ah, nö, W darf nicht in der Mitte sein. Irgendwie komisch. Wir lassen es mal erst aus. Wir gucken mal, was hier oben noch ist. Okay, da geht noch was. O und T ist fest. B ist noch bekannt. A ist noch bekannt. Okay. Es darf nicht mit T starten, es darf nicht mit B starten. Es könnte mit A starten. About. Wir haben U noch nicht getestet, kommt mir gerade. Ja, wir haben U noch überhaupt nicht getestet. About würde Sinn ergeben. Let's go. Nice. Und guck mal, jetzt ist U hier, ne? Jetzt hat es hier so ein... Weiß ich nicht, warum das jetzt so eine Bedeutung hat. Was das bedeutet, dass das so dunkel wird. Weißt du, das erklären sie nicht. Sie erklären die Standardsachen, die man überall erklärt bekommt. Aber sie erklären halt nicht... Na, sie erklären halt nicht, was das dann unten bedeutet. Vielleicht versteht ihr es, ich bin zu blöd. So, jetzt gucken wir mal, ob das U noch irgendwo sonst sinnvoller war. Na, es sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Okay. Also ich habe noch 3 Guesses für 1, 2, 3 Wörter, hoffentlich. Ja, okay. 3 Guesses für 3 Wörter. Ja, moin. Okay, jetzt wissen wir, es startet mit F, das Ding. F. Ein I kommt vor, ein G kommt, haben wir H schon. Okay, Fight. Ich gehe auf Fight. Wäre aus der aktuellen Situation erlaubt. Drückt mir die Daumen, dass es passt. Nice. Hat mir das jetzt irgendwo noch was gebracht? Ja, das hat mir das I hier richtig gesetzt. Okay, dann haben wir jetzt hier BI. BI, es gibt noch ein D. Ja, das war's auch schon. Und guck mal hier, das D ist so grau und hat nicht mal so einen Strich. Also die Striche haben auch noch irgendeine Bedeutung. Aber ich werde noch nicht schlau aus den Strichen. Aber so bit... Weiß ich nicht. Wirkt komisch. Gibt es B
Biddy. Oh nein, sowas gibt es. Och nee. Wieso gibt es so ein Wort? Dann muss ich es ausprobieren, weil es ist denkbar. Oh mein Gott, das war einfach richtig. Okay, ein Wort noch. Ein Wort noch. Okay, jetzt, das ist dieses hier. Wir wissen nach wie vor nur, W kommt vor, N kommt vor, O und E sitzen fest. So. Sagen wir mal, es ist Univ. Aber was soll Univ sein? Nee, also O-N-E-W kann ich mir nicht vorstellen. O-W-E-N kann es nicht sein, weil das wenig in der Mitte sein darf. Ha. N vorne, W hinten. No irgendwas E-W. Wüsste ich auch nicht, was das sein soll. Aber probieren wir halt mal ein paar Sachen aus. Gibt es Non-U? Nein. Gibt es Won You? Nein. Warte, Won. Wone. Wonen. Woniv. Wonio. Woni. Wonev. Wone. Wonek. Wonem. Wonex. Wones. Nee. Alles nicht. Okay. Dann ist es kein Wonne. Jetzt sagen wir mal, das E ist, das N ist hinten. Oh mein Gott, Woman, ich bin vollkommen dumm. Ist es jetzt Rotwalds falsches oder ist es jetzt Rotwalds richtiges? Ist es nicht Woman? Nein, es ist nicht Woman. Was ist es denn? Ah, Woken. Okay. Aber das M hatte ich, glaube ich, noch nicht draußen, ne? Nee. Yo. Hä, was heißt die Uhr da? Hä, was heißt die Uhr? Das ist das zweite, das ist das neben Woman. Was heißt die Uhr? Wo ist Woman? Da. Dass es knapp war oder was? Dass es länger als 10 Versuche gebraucht hat oder was heißt das? Das da unten ja auch, ne? Ah ja, wahrscheinlich ist das das knappeste. Okay, ich verstehe. Ach, oder sollte es eine 11 sein? Also ich meine, wenn man es größer macht, wie sieht man das vielleicht? Ja, moin. Okay. Haben wir auch mal ein Oktordel gespielt? Ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache. Hat mich jetzt nicht so abgeholt, aber ihr könnt ja gerne mal sagen, wie ihr es fandet. So, Nördel. Nördel. 56. Ja, warum mache ich es nicht mit der Tastatur? Weil ich nicht auf das Minus drücken will. Lassen wir das lieber. Plus 23 ist gleich 79. Alles drin. Keine Zahl doppelt. Let's go. Okay, es ist eine zweistellige Zahl. 3, 7 kommt vor, 6 kommt vor. Kein Plus. Keine 5, keine 2, keine 9. Interesting. Und das Plus, Quatsch, es ist überhaupt nicht das Plus. Das ist nicht mal das richtige Rechenzeichen gewesen. Okay, da ist noch viel, viel möglich. Erstmal Minus machen. 67 minus. Ich habe 68 geschrieben, aber es macht nichts. Minus 37 ist gleich 31. Ups, wieso habe ich zweimal ist gleich? Ist gleich 31. Wäre vom aktuellen Stand der Dinge erstmal erlaubt. Ja, ist komplett random. Da könnte noch viel anderes möglich sein, aber es ist erstmal nichts, was jetzt nicht erlaubt wäre. Also let's go. Okay, es ist tatsächlich ein Minus. Es sind zweistellige Zahlen. So,
Und wir haben ganz schön viel. Wir haben die 3 doppelt, die 1 kommt vor, die 7 kommt vor, die 6 kommt vor und noch eine unbekannte Zahl. Okay. Ja, dann lasst uns doch jetzt mal aus dem, was wir... Okay, also muss ich da draus jetzt was bauen. Geht denn 67... Also, die 6 darf nicht vorne sein. Ja, jetzt geht's schon los. 76 minus 13 ist gleich... Es wäre 63. Ja, es wäre erlaubt. Ist vom aktuellen Stand der Dinge erlaubt. Ich habe die 3 zweimal drin. Die 6 kommt jetzt doppelt vor, aber das ist noch nicht ausgeschlossen gewesen. Ja, es wäre erlaubt. Okay. Okay. Die 7 sitzt. Wir haben eine 70er-Zahl. Aber keine 76. Jetzt muss die 3 aber woanders sein. Die 3 passt hier nicht. Dann muss hier 73 stehen. So, jetzt kommt das Minus. Jetzt kommt die 1. Es muss 63 rauskommen. Damit 63 rauskommt, muss ich 10 abziehen. Okay. Ich glaube, 4 Versuche sind ganz schön viel gewesen für das. Ich glaube, da war jetzt Reggie wieder schneller. Aber mal gucken. Mal gucken. Der möchte ja mal gerne schneller sein als ich. So, lasst uns globeln. Zack. Globel, globel, globel. So. Ist bei euch auch alles weiß? Ja, ne? Das war dann auch Global für heute. Ich aktualisiere mal. Okay. Click the Global to play. Ach, jetzt kommt der Global. Okay. Wir starten mit France. Ach komm, wir machen es hier auch so. Ich muss mit B starten. Wir starten mit Brazil. Oh, das ist sogar passend. Okay, okay, dann gehen wir mal da hoch nach Nicaragua. Okay, das wird dunkler. Nehmen wir mal Kuba. Ah, wird nochmal dunkler. Okay, USA. Wird noch dunkler. Okay, Mexiko. Quatsch, Kanada ist da oben. Kanada ist da oben. Oh, Kanada ist wieder schlecht. Dann doch Mexiko. Ich hätte auf mein erstes Gefühl hören sollen. Mexiko. Nice. Okay, schönes Global. Schönes kurzes Global. Passt. Gleich aktualisieren. Dass ich nächstes Mal nicht wieder Probleme kriege, wenn ich das hier öffne. Zack. So. Prima. Squirtle. Squirtle macht in letzter Zeit auch ein bisschen mehr Sinn mit den ganzen... Ne? Mit den ganzen Hilfen, die man hier bekommt, das ist schon ganz nett geworden. Nur leider kenne ich mich halt absolut nicht in den höheren Gens aus. Und vor allem nicht mit den englischen Namen, das ist ein bisschen ärgerlich, aber naja. Deswegen hoffe ich einfach immer auf Pokémon in den niedrigeren Gens. Ich starte wie immer mit Palkia. Oder nee, ich muss mit einem B-Pokémon starten. Komm, ich starte mit, muss mit einem B-Pokémon starten. Wir nehmen ein B-Pokémon aus Gen 4. Welches vielleicht auch mal nicht so wahnsinnig groß ist, sondern dass man so ein bisschen Hilfe hat. Okay, 1,3 Meter, Rockstil. Das klingt doch nach sowas Sinnvollem. Let's go. Okay, Gen muss höher sein, das ist schlecht für mich, macht aber nichts. Es ist aber leichter und es ist auch niedriger. Also leichter als 149 dürfte nicht so schwierig sein, aber niedriger als 1,3 ist nicht so typisch. Dann kann ich nämlich meinen Xerneas schon mal knicken. Xerneas dürfte größer sein. Ja, ja, 3 Meter. Okay. Wir bleiben mal mit B unterwegs. Wir gucken, ob wir aus Gen, einer höheren Gen, was mit B finden, was passen könnte. Ja, hier. Da haben wir Single Type drin. Okay, richtige Gen. Oh mein Gott. Es ist Fire, aber dann ist noch ein Zusatztyp. Okay, und jetzt wissen wir, es ist höher als... Okay, jetzt haben wir eine starke Eingrenzung. Zwischen 1 und 1,3. Zwischen 1 und 1,3. Das Gewicht ist noch nicht so deutlich, aber die Höhe ist eine starke Eingrenzung. Zwischen 1 und 1,3. Okay. So.
Und Fire. Also das grenzt schon sehr viel ein. Das Problem ist halt nur, dass ich die Namen nicht habe. Entsprechend muss ich jetzt halt wieder über Buchstabenprobiererei gehen. Weil ich glaube, jetzt hier schon nachgucken nach Pokémon ist irgendwie, weiß nicht, das ist irgendwie noch mehr Cheaten als alles andere. Okay, aber wir haben Fire und wir brauchen einen zweiten Typ. So, und wir sind in Gen 6. Okay, da ist nichts mit Gen 6. Was mache ich denn Gen 6. Ne, da ist auch nichts. R. Ups. Gen 6R. Wir müssen mit Feuer starten, alles andere ist schon vorbei. Oh, die Megas sind alle Gen 6. Warte, dann geben wir gleich mal Mega ein. Okay, der ist zu groß. 1,7 ist zu groß. Aber wir brauchen auf jeden Fall Fire und einen neuen Typen. Haben wir noch ein Mega für Fire? Dark und Fire, aber ne, es wäre sowieso so gut. Firefighting, okay, 1,9 ist zu hoch. Nee, ist für 2,5 ist zu hoch. Okay, kein Mega-Pokémon. Gut, dann sind die Megas schon mal raus. Dann gehen wir wieder weiter mit T. Gen 6, da war was mit Gen 6. Alles war Mega. Stimmt, wenn Gen 6 vorher kommt, dann ist es irgendein Mega. Es ist ja doch sortiert. Fireflying, Talonflame. Talonflame ist ein guter Guess. Talonflame ist ein guter Guess bisher. Ja, würde Sinn ergeben. Bam. Nice. Schön, schön, schön. Okay, damit haben wir alles. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.